Hey Lukas, ey, ich hätte mal Bock, wieder mal auf so einen richtig schönen Rambo-Film. Weißt du, so ein Typ alleine gegen eine Übermacht. Ja. Aber er soll nicht schießen. Oh, da habe ich was für dich. Oder viel mehr Netflix. aber erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin. Hallo. Hallöchen. Wir sind wie immer für euch hier, haben die Kameras und Mikrofone eingeschaltet, damit ihr unseren Podcast hören könnt oder zuschauen könnt bei YouTube, wie auch immer ihr das mögt, wenn es um Filme und Serien geht hier bei uns. Korrekt. Und wir sind? Ich bin der Morin. Und ich bin der Lukas. Ja, und wir sprechen einmal in der Woche über Film, Fernsehen, alles dazwischen und irgendwie außerhalb. Was Aktuelles oder was Älteres oder irgendwie was mittelalt ist, so ein mittelalt gereifter Gouda oder mittelalt, so. Mittelalter Gouda, so ein bisschen klingt das so. Aber und, weiß man immer nicht, was man nehmen soll. Stimmt, also bist du eher so, ach stimmt, du als Veganer. Aber gibt's da auch bei veganen Käse so Stufen für alt, mittel? Ja, und ja, so würzig und mild gibt es bei vielen Stellen. Ja. Mittlerweile haben einige Marken auch noch so cremig rausgebracht und so. Oh. Da kann man sich wenigstens was drunter vorstellen. Also, okay, gut. Das zum einen, also wir sind auch ein Ernährungspodcast, ein kleines bisschen. Wie wird es heute bei uns? Würzig, mild, cremig? Was meinst du? Würzig. Würzig, glaube ich auch. Würzig ist heute der. Ich meine, das kannst du fast eigentlich, glaube ich, immer sagen, gerade bei einem Film-Diskussionspodcast, dass es eher würzig wird. Oder hoffentlich. Aber wir werden mal schauen. Es soll nämlich wieder um was Aktuelles auf jeden Fall gehen, was erst vor wenigen Wochen auf Netflix erschienen ist. Aber ihr könnt uns auch sehr gerne, wenn ihr selber Vorschläge habt, was wir mal besprechen sollen, könnt ihr uns jederzeit auch erreichen auf YouTube, wenn ihr das überhaupt seht. Dann seid ihr aber höchstwahrscheinlich eher auf der Plattform, wo es Kommentarmöglichkeiten gibt. Ansonsten auch auf unserer Webseite filmmagazin.org als auch Social Media. Da kriegen wir das bestimmt irgendwie mit, was wir uns mal anschauen sollen, was wir so Themenvorschläge sind oder auch Kritik, Anmerkungen zur aktuellen Folge sind auch gern gesehen. Ja, ansonsten gibt es noch was zu vorbesprechen, also sind wir schon durch. Ja, ich glaube, damit sind wir durch. Können gleich einsteigen beim Film. Also der Film war ja nicht nur ist ja jetzt nicht nur relativ neu auf Netflix, sondern war auch lange irgendwie auf Platz 1, sowohl in den USA, ich glaube aber auch bei uns hier. Ich habe von dem gar nicht so richtig was mitgekriegt, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der den Netflix-Algorithmus die ganze Zeit scannt, um zu gucken, ob da was ist, was mich super doll interessiert oder so. Ja. Ich warte dann, bis wir uns das fürs Filmmagazin angucken, um ehrlich zu sein, meistens. Das ist auch, glaube ich, die bessere Idee. Weil der Netflix-Algorithmus ja doch häufig auch viel Schmu rausbringt. Und dann da die kleinen Pärchen drunter zu finden, das ist manchmal ganz schön anstrengend. Deswegen, wenn man da eher dann im Nachhinein irgendwann mal hört, ja, guck dir den nochmal, dann macht man sich, glaube ich, besser, als wenn man einfach so von sich aus alles mal anguckt. Deswegen soll es dann dieses Mal, aber glaube ich, schon eine Pärchen gehen. Können wir, glaube ich, schon mal offenbaren. Das ist schon über dem Durchschnitt, gerade über dem Netflix-Durchschnitt mit Rebel Rich, ein Thriller von Jeremy Saulnier. Den kennen vielleicht die meisten. Der hat schon einige Filme rausgebracht, häufig so harte Thriller, die auch sehr gerne immer blutig werden. Sein bekanntester Film bisher ist, glaube ich, Green Room mit Patrick Stewart als Nazi in einer sehr ungewöhnlichen Rolle. Aber sehr, ein sehr, sehr guter Film, der auch überrascht in seiner Struktur und an seinem Ablauf durchaus. Der hat, glaube ich, 2015, 2016 kam der raus und jetzt hatte Jeremy Saulnier einen neuen Action-Thriller rausgebracht mit Rebel Rich. Die Handlung ist relativ bekannt. Wer hat ja schon mit Rambo schon gesagt, es geht irgendwie ein einsamer Mann gegen eine Übermacht, gegen ein Polizeirevier in einer Kleinstadt, Shelby Springs heißt die. Und das Ganze beginnt so, dass Terry Richmond, so heißt die Hauptfigur, eigentlich mit dem Fahrrad unterwegs ist und hat in seinem Rucksack 36.000 US-Dollar. Das ist relativ viel Geld, weil er damit unter anderem die Kaution seines Cousins bezahlen will und aber sich davon auch ein Auto kaufen will, damit sozusagen sein Cousin und er neu anfangen können. Weil sein Cousin ist irgendwie im Zuge einer Drogenrazzia. Er hatte irgendwie Marihuana wohl dabei, also jetzt nicht keine harten Drogen, aber er ist wohl irgendwie auch vorbestraft und das US-Justizsystem ist, wie es ist. Da gibt es dann direkt mal eine fette Gefängnisstrafe, aber die natürlich dann unter Kaution natürlich man dann auch verlassen kann. Terry Richmond ist dann halt dabei, dass zu dem County oder auch dann zu dem zuständigen Justizbeamten das Geld zu bringen. Aber er wird dann von einem Polizeiauto gerammt. Und dann wird sein Geld einfach mal konfisziert, weil warum hat ein Schwarzer
Amerikaner hat auf einmal so viel Geld im Rucksack, das kann ja wohl nicht rechten sein. Wurde das erstmal eingezogen. Da wird auch noch gleich mal ein neues Gesetz oder was erst vor kurzem erlassen wurde, auch erstmal als Grund genannt, warum das überhaupt geht. Und man kann natürlich dagegen dann vorgehen, aber ihm wird relativ schnell gesagt, ja, dann es lohnt sich gar nicht erst dagegen vorzugehen, weil das kostet so viel Geld und Zeit. Da kannst du die 36.000 Euro auch gleich bei uns lassen. Und so geht es eben los, dass dann Terry damit aber nicht ganz einverstanden ist, weil er ist dann auch, das lernen wir dann auch relativ schnell, hat durchaus eine Nah- und Fernkampfausbildung genossen. Er war bei den Marines und ist damit nicht ganz so einverstanden, was ihm dort widerfährt. Und so schaukelt sich das dann nach und nach hoch, dass er irgendwie dieses korrupte Polizeisystem in Shelby Springs aufdeckt und dann auch dafür kämpft, dass er Gerechtigkeit bekommt. Korrekt. Wir lernen auch relativ schnell, dass er bei den, glaube ich sogar noch in der ersten Szene mit der Polizei, wo er also de facto ausgeraubt wird, kann man sagen, ne? Ja. Hat er, also der eine von den beiden Polizisten, die ihn sozusagen dran kriegen, der hebt so kurz sein Ärmel hoch vom T-Shirt und da sieht er ein Marines-Tattoo. Das heißt, es ist da relativ klar, dass er bei den US-Marines war, aber wo so ein bisschen der erste Moment, wo man so denkt, okay, vielleicht lassen sie von ihm ab, weil er ist ja irgendwie Veteran und offenbar gedient und keine Ahnung, ne, aber das interessiert sie überhaupt gar nicht, ist ihnen vollkommen egal und es geht einfach weiter. Aber wir wissen es dann in dem Moment, dass da noch irgendwas kommen muss. So. Und wie du schon sagst, es kommt dann auch tatsächlich was. Auch finde ich, muss ich sagen, ziemlich cool aufgebaut, so diese ganze Geschichte, ne, wie sich die Lage zuspitzt, weil er hat erstmal überhaupt gar kein Interesse daran, dass sich die Situation irgendwie zuspitzt. Sein Fokus ist, er will seinen Cousin sozusagen kriegen. Da gibt es dann noch so, oder rauskriegen, da gibt es dann noch so ein paar kleine Momente. Und was ihn so zusätzlich unter Druck setzt, ist, dass sein Cousin auf gar keinen Fall in ein großes Federal Gefängnis darf, weil der hat damals manchmal ausgesagt gegen irgendein Kartell. Und die würden ihn dann sozusagen erkennen und dann kann man sich relativ leicht vorstellen, was mit dem Cousin da im Gefängnis passieren wird. Und da eben das Gefängnis von Shelby Springs gerade gebaut wird, ist das eben dort keine Option. Deswegen gibt es da diese Deadline, ist dann Montag oder so, bis wann die Kaution entrichtet sein muss. Ja gut, man kann sich jetzt denken, was passiert. Es geht schief aufgrund von verschiedenen Sachen. Die Polizei bzw. der Chief dort ist schuld und wir lernen auch durch eine Justizbeamtin, würde ich nicht sagen, Justizangestellte dort beim örtlichen Gericht, relativ schnell, die eine Sympathien für Terry hat, relativ schnell, dass da ein paar Sachen ganz schön schief laufen. So. Und dann sieht Terry, und das kann man glaube ich auch vorwegnehmen, ab einem gewissen Punkt keine andere Möglichkeit mehr, als gegen dieses System vorzugehen. Auch mit Gewalt, aber ohne irgendwie Rambo-mäßig um sich zu schießen. Sondern oder eher Leute in großen Ordnung zu töten oder so. Ja. Sondern mit Nahkampf und non-letalen Angriffen, würde ich mal sagen. Das ist sowieso, was hier sich hier im Film sehr präsent zeigt, weil selbst die Polizei ist ja ziemlich hochgerüstet, die Polizei von Shelby Springs, weil sie ist korrupt, sie ist relativ, verfügt über große finanzielle Mittel, gerade im Vergleich zu anderen kleineren Polizeistationen. Das wird die sie sich sozusagen deutlich als Lebensversicherung angeeignet haben, genau. Sagen sie immer. Ne? Das ist ihre Asservatenkammer, da liegt ihr Geld für die nächsten Jahre und ihre Waffen sozusagen. Genau. Und das sind dann auch teilweise Waffen. Das sind nicht nur scharfe Waffen, sondern auch sogenannte Deeskalationswaffen oder non-lethal, nicht tödliche Waffen, wie auch so ein Granatwerfer, der aber keine an sich Granaten, Explosionsgranaten verschießt, sondern sowas wie Rauchgas oder Tränengas, die aber natürlich trotzdem Gewalt verteilen. Dann kann man das auf jeden Fall sagen. Aber trotzdem zeigt sich hier im Film eine ganz, ganz große Deeskalationsstrategie oder wie diese angebliche Deeskalationsstrategie eben dann eben nicht funktioniert, weil die natürlich hier trotzdem ein Gewaltmonopol herrscht von der Polizei, die das auch einzusetzen weiß und man trotzdem hier im Nachteil ist und aber eben auch Terry, der selber halt keinen Menschen töten will, zu was er trotzdem greift und daran, was so ein interessanter Punkt auf jeden Fall ist, man merkt auf jeden Fall, das ist ein Film, der ist nach Black Lives Matter, nach George Floyd entstanden, nach den großen Protesten und dann hier auch besonders, es gab Polizeireformen, auch die Polizei von Shelby Springs hat sich verschiedenen Reformen unterlegen lassen und ist durchgegangen und die haben aber nicht so funktioniert oder haben halt eben, es ist halt schwierig, so ein einmal korruptes System oder einmal ein Gewaltmonopol, was irgendwie schief läuft oder was grundlegend vielleicht immer schief läuft, dass das einmal einzufangen.
mit verschiedenen äußeren Systemen, weil es funktioniert ja alles nicht im Vakuum. Selbst wenn es dort Reformen gegeben hat, selbst wenn es dort Aufschrei gab wegen früheren Vergehen und man alles versucht, das besser zu machen, trotzdem kommen immer wieder die korrupten Strukturen durch. Und da ist das hier im Film ganz, ganz, ganz zentral. Das ist trotz dieser Bemühungen, es nicht möglich ist, trotzdem, dass die Polizei jetzt weniger auf tödliche Waffen zurückgreift. Trotzdem unterdrückt sie andere Menschen. Trotzdem ist sie nicht das System Polizei, was wir uns eigentlich unter System Polizei vorstellen. Das finde ich jetzt zum einen sehr interessant, wie prominent das hier im Film ist. Und das sieht man halt gerade dadurch, dass, ne, wenn dann solche Granatwerfer eingesetzt werden, wo man sich fragt, warum hat überhaupt so eine kleine Polizei überhaupt einen Granatwerfer? Und selbst wenn die halt keine Granaten explizit verschießen, was hat das überhaupt dort zu suchen? Und was trotzdem für Art von Gewalt wird dadurch trotzdem produziert? Ja, zumal, also ich sag mal so, das System Polizei, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das hier wirklich so groß angegriffen wird. Ne? Es wird schon, es werden schon diese kleinen Strukturen vor allem angegriffen. Ne? Diese auf, weiß ich nicht, Nachbarschaft. Ne, Nachbarschaft klingt zu positiv, sondern auf, ich kenne dich, du kennst mich und wir sind eine enge, eingeschweißte Truppe. Diesen Chorgeist, der wird angegriffen. Ne? Dieser absolute Chorgeist. Das ist dem Polizei, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, das funktioniert am Ende ja schon. Das funktioniert am Ende. Ne? Also da muss man sagen, da ist, ich sehe in dem Film keine generelle Polizeikritik. Ist genauso wie Rambo fand ich keine generelle, also der originale Rambo, aber zum Vergleich kommen wir vielleicht später noch, keine generelle, weiß nicht, Militärkritik war. So. Nicht generell, ne? Auch in Teilen sicherlich mit drin, aber der Film hier, der beleuchtet vor allem diese, wir hatten letztens vor ein paar Folgen über Roadhouse, die beiden Filme, einmal den Original Roadhouse und den neuen Roadhouse sozusagen gesprochen, und da ist die Geschichte ja eine ähnliche, ne? Einfacher Kämpfer, das gibt's ja öfter, einfach ein Einzelkämpfer, amerikanischer Held sozusagen, kommt in ein kleines Dorf und dort trifft er auf Strukturen und muss das aufbrechen oder will oder soll das aufbrechen. So ist es im Prinzip auch hier, nur eben mit einem sehr, fand ich, sehr modernen Ansatz, würde ich sagen, ne? Also mit einem Thema, das man sich gewählt hat und das man auch sehr konsequent verfolgt. Das muss man dem Film lassen, ohne sich zu viel umzuschauen, finde ich. Ne? Ohne zu sagen, okay, wir müssen jetzt das noch machen und wir müssen jetzt das noch machen, dann müssen wir hier noch eine Love-Story reinpacken und dann dieses noch. Das hat man sich gespart und das tut dem Film wirklich gut. Deswegen, du hast es schon angeteasert, das ist einer der besseren Netflix-Filme, das würde ich so durchaus unterschreiben. Also der funktioniert für mich ziemlich gut. So. Ja. Insgesamt. Würde ich auch sagen. Aber ich finde es gerade auch interessant. Also, er hat schon recht, das wird jetzt nicht an sich das ganze System Polizei oder wie wir das aufgebaut haben oder wie das in den USA herrscht, das wird an sich jetzt nicht kritisiert. Gerade auch, ja, das stimmt, wenn man sich das Ende dann doch anschaut, wo es dann doch auch eher so in die Richtung geht. Es gibt dann doch noch Strukturen, die das Ganze einhegen. Die übergeordnete Struktur, wenn die davon erstmal was weiß und die da sozusagen, dann funktioniert die Kontrolle, dann funktionieren die Checks and Balances wieder. Ja. Das mag in bestimmten Fällen ja auch so sein, ne? Dass so Kleingruppen von einem großen System wieder freidrehen, aber darüber haben wir schon gesprochen, das sind natürlich auch wieder so Erzählmuster, die kennen wir auch schon, ne? Die einzelnen Ausbrüchigen, die Bösen sind, und das System an sich funktioniert, aber wobei wir natürlich nicht wissen, wie es weitergeht. Das macht der Film ganz am Ende, letzte Szene auch noch ganz gut, ich sag mal, auch ohne das jetzt genau zu beschreiben, unser Hauptdarsteller versichert sich dann schon auch gegen dieses große System nochmal und überlässt nichts dem Zufall am Ende. Das stimmt. Aber ich finde allein, also es hat so ein bisschen schon diese, ne, es gibt ein paar schwarze Schafe innerhalb des Systems und die müssen halt aufgehalten werden drin, aber ich finde allein dadurch, dass es halt an einem Punkt ansetzt, wo das schon einmal passiert ist und man versucht hat, das System hat das quasi schon einmal versucht zu bereinigen, hat es aber nicht hinbekommen. Allein dadurch hat es halt ein bisschen einen größeren Blick und zeigt uns halt, wie schwer das ist und dass es halt eben nicht ausreicht, dass sich das System selber hilft. Beziehungsweise kann man es ja vielleicht auch so lesen, dass Reformen schön und gut sind, wenn die von oben kommen. Aber dass die nur bis zu einem gewissen Punkt funktionieren und dass es dann auf einer gewissen Ebene, jetzt in dem Fall ist es ein sehr
sehr eng zusammengewachsenes Dorf, eine Dorfpolizei, die sehr viel auf Verschwägerungen und so weiter setzt und Chorgeist und so, dass diese Reformen dann daran scheitern. Ne, du kannst denen sozusagen das Geld nehmen, du kannst denen die Mittel nehmen, also das haben wir Geld, du kannst denen die Waffen ersetzen, du kannst denen neue Vorschriften aufoktroyieren. Sie überwachen lassen, aber am Ende erreichst du damit was anderes, und das ist bei vielen dort ja so, du erreichst damit eher eine Abwehrhaltung, was jetzt nicht heißt, dass du keine Reformen brauchst, ne? Will ich gar nicht damit sagen, aber es wirft schon auch so einen Blick darauf, dass es eben solche Reformbemühungen dann auch an bestimmte Grenzen stoßen, vor allem in solchen kleinen Elitär, es ist ja dann irgendwie im Dorf eine Elite, ne? Der hat mit dem was, die kennen hier den Bauhof noch, die Bauhoftypen sind dann zur einen Stelle sogar bereit, irgendwie mit der Waffe die Polizei zu verteidigen, all sowas, ne? Das wird schon auch angesprochen in dem Film. Und der Richter, das ist auch noch, die Justiz hängt da ja im Prinzip auch mit drin, ne? Der Dorfrichter eben. Also von wegen Trennung von Gewalten. Ne? Gut, Legislative haben wir jetzt in dem Fall nur über dieses Gesetz, was von oben kommt, sozusagen. Aber die Anwendung beispielsweise, ne, die Judikative, die Exekutive, die sind nicht so richtig getrennt. Also da weiß der eine schon, und manchmal weil der eine von dem anderen ja auch gar nicht so genau wissen, was die eigentlich damit machen. Hauptsache, es funktioniert schon. Genau. So. Und deswegen alleine, das dann so in einen sehr tight erzählten Thriller oder sowas reinzubringen, ne, und das jetzt nicht groß so mit dem Brennglas, aber halt nicht so mit, ja, wir erzählen jetzt die große Polizeikritikgeschichte, sondern das wird halt zusammen mit einem gut erzählten Thriller erzählt. Das finde ich immer eine große Kunst und auf jeden Fall so, wie man es im besten Fall machen sollte. Ich meine, es gibt immer verschiedene Ansätze, aber hier fand ich das dann so schon sehr gelungen, wie das eine schöne sich eine Metamorphose oder eine Synergie haben sich dort gebildet, dass das sich sehr gut anschauen lassen hat. Deswegen finde ich das da sehr, sehr gelungen. Und auf jeden Fall dann ein sehr interessanter Blick auch, ne, wenn man dann diese einzelnen Figuren halt auch vorgestellt werden. Und ich muss auch gerade sagen, dass ich den Aaron Pierre, der die Hauptrolle nimmt, auf jeden Fall eine große Entdeckung. Mal gucken, wie es mit seiner Karriere weitergeht, weil der hat auf jeden Fall das Charisma für so eine Hauptrolle, der vorher nur in kleineren Rollen mitgespielt hat. Das ist sozusagen seine erste große Hauptrolle. Und auf jeden Fall, den kann ich mir gut vorstellen, dass der noch für einige Produktionen jetzt demnächst mal angehauen wird, weil der hat wirklich auch so eine John Wick-artige Ausstrahlung. Dem kann ich mir gut vorstellen, dass der noch eine glänzende, gerade im Action-Bereich auf jeden Fall eine große Karriere haben wird, aber vielleicht auch in anderen Filmen, weil der hat auch so einen, mit seinen blauen, stählernen blauen Augen auch so einen durchdringenden Blick, den hat man das auch zu jeder Zeit angemerkt, unter welcher Spannung der die ganze Zeit ansteht, ne? Und das gerade die erste Stunde oder so, die erste halbe, dreiviertel Stunde, ich finde den auch mega gut, auch so vom Drehbuch her aufgebaut, ne? Das kommt sofort wirklich die ersten 30 Sekunden ist dann direkt auch dieser, Moment, ne, da wird nicht lange groß erzählt, sondern es kommt sofort, er wird gerammt vom Auto und dann wird sofort erzählt, okay, er hat gerade dieses viele Geld verloren. Und das sind quasi die ersten 30 Sekunden oder so, oder bis in eine Minute oder so maximal. Und dann geht schon direkt weiter und dann hast du wirklich ab dem Minute 30 oder 25, hatte sogar mal nachgeschaut, ist dann sobald, wo er sich entscheidet, okay, jetzt eskaliert's, jetzt habe ich genug. Und das ist genau der Punkt, okay, jetzt geht's richtig los. Und das ist genau nicht zu lang, nicht zu kurz. Und finde ich da auch sehr, sehr clever ausgebaut. Man sieht richtig, okay, es gab immer wieder die Punkte, wo es hätte noch mal deeskalieren können, wirklich. Sich eine der Figuren entscheiden können, nee, okay, wir gehen das mal richtig an, sondern nein. An mehreren Stellen auch. Mehreren Stellen, wirklich. Ja. Und das finde ich immer auch sehr, sehr gut erzählt. Und man kann das richtig gut dann in dem Fall richtig nachvollziehen, okay, jetzt eskaliert es wirklich. Du hast am Ende sogar noch so einen schönen Twist drin, den ich nicht habe kommen sehen, so einen kleinen, ne? Das ist auch toll, toll gemacht. Deswegen, ja, und auch gerade, ne, man hätte jetzt auch groß erwarten können, auch da ist er auch sich ein bisschen ähnlich zum ersten Rambo, dass dann auch die Actionsequenzen auch sehr behutsam eingesetzt sind, und auch alles sehr schnell geht meistens, ne, das ist alles auch sehr knapp und kurz inszeniert, das sind keine mega langen Shoots aus, es gibt eine längere Sequenz, aber auch die ist wirklich nicht so viel, und auch gerade für so einen Kleinstadt Thriller, so kann man es dann, glaube ich, auch bezeichnen, ist das mega, mega passend. Deswegen auch nochmal sehr erfrischend irgendwie, dass man sich da auch so zurücknimmt, weil das ist dann gerne mal bei anderen Filmen, die dann immer zu viel wollen. Gerade dritte Akt, ne, gerade wenn man, jetzt zuletzt hatten wir Michael Bay-Filme, die immer mit dem dritten Akt immer strugglen, die müssen immer eine Stunde gehen. Das muss ja auch nicht so sein, da kann man sich auch mal zurücknehmen und trotzdem halt ein Highlight inszenieren. Deswegen allein so von der Machart, vom Handwerklichen her ist das wirklich auch ein sehr, sehr gelungener Film.
Ja, und er hört an einem Punkt auf, wo man eigentlich noch hätte, oder wo ich zumindest Lust gehabt hätte, noch weiter reinzutauchen, und das ist gut, das ist nicht schlecht, sondern das ist ja was Gutes, ne? Wenn du drin sitzt und sagst, so, oh, ich hätte jetzt Bock, die Fragen sind zwar alle fast alle beantwortet, aber ich hätte jetzt Bock noch mal den Film, ich hätte jetzt Bock auf einen zweiten Teil, bitte mach keinen zweiten Teil, ja, aber stimme ich dir in allen Punkten zu und auch da, und das finde ich ist für mich, da trifft für mich dann der Vergleich mit Rambo wieder, ich weiß gar nicht mehr welcher, Stephen King hatte glaube ich gesagt, der ist so ein bisschen, der ist wie Rambo nur mit Hirn und Herz oder irgend sowas hatte er gesagt, das trifft es für mich nicht ganz, weil bei Rambo muss ich sagen, ist aus meiner Sicht so ein bisschen, ist es so kaputt. Natürlich lebt er so seine Entstehungszeit sozusagen. Ne? Also der lebt einfach auch da. Auch der erste Film ist ein bisschen drüber und so weiter. Einfach weil, das glaube ich, das war die Zeit auch einfach in den 80ern, Anfang der 80er, wo man Geschichten so erzählt hat. Obwohl, da war Ende 70er, oder? Der erste Rambo noch. Nee, oder? Ich glaube, der war. War der nicht 80, noch 79 oder so? Ich dachte, 82 war der, glaube ich. Guck nochmal nach. Aber, doch, 82. Hast recht. Aber ich glaube, der Vergleich ist weniger dieser Lonely Fighter irgendwie im Dorf, was sie natürlich auch beide gemeinsam haben. Der Vergleich für mich ist eher, dass die beiden konsequent erzählt sind, sich ein Thema, bei Rambo ist es halt sozusagen die posttraumatische Belastungsstörung aus dem Vietnamkrieg, bei Rebel Ridge ist es halt, ist es eben diese Polizeigewalt und dieses unfaire System, dass man die nimmt, in diesen Thriller packt und daran erzählt und eben eine Hauptfigur hat, deren Handlung man nachvollziehen kann, und die eben sich in so einer Welt bewegt, die auch überschaubar ist. Ne? Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie lang hier Rambo geht. Hast du es noch also offen? Rambo geht 131 Minuten. 131. Gut, Rambo ist deutlich kürzer, 93 Minuten. Aber die beiden nicht zu lang sind für das, was sie erzählen, finde ich. Ne? Ah. Und das macht die beiden Filme, finde ich, vergleichbar. Das haben sie beide hingekriegt. Und deswegen sage ich auch bitte keinen zweiten Teil, weil alles, was bei Rambo danach kam, und ich weiß, ich habe die auch gerne geguckt, oder ich gucke auch gerne mal noch Rambo 2 oder 3 oder so. Ich habe auch die aktuellen dann, habe jetzt auch Last Blood geguckt, auch über den gäbe es viel zu sagen. Für mich zweifelsohne ist der erste der beste, und das ist bei Rebel Ridge, wäre eine ähnliche Geschichte, glaube ich, wenn man das jetzt weitermacht, weil wozu? Diese Geschichte ist ja erzählt. Weißt du? Und da kann man, finde ich, einen Haken dran machen. Also das war durchweg, fand ich, ein toller Film. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht und auch einiges gegeben. Würde ich gern mehr von so konsequent erzählten Sachen sehen. Also ich meine, bei sowas frage ich mich auch immer, ob sich sowas auch im Kino eigentlich, ich meine, jeder Film wird im Kino eigentlich besser, weil man sich da nur auf den Film konzentriert. Mhm. Ja, allein dadurch, finde ich, immer ist Kino immer so ein Aufwärter von jeglichen Filmen, egal ob es jetzt auch, wenn es nur kleine Bilder sind, die auf der Leinwand da gezeigt werden, aber alleine durch das Art und Weise, wie Kino funktioniert, dass man da sich hinsetzt, dahin fährt, nimmt man sich auch mehr Zeit, sich, glaube ich, mit dem Film auseinanderzusetzen. Allein dadurch, glaube ich, profitiert hier jeder Film davon. Aber natürlich, je spektakulärer so ein Film aussieht, desto mehr eignet sich natürlich eine große Leinwand und eine tolle Soundanlage. Aber auf so ein auch Rich, obwohl er ja eher so im kleineren Maßstab hier was inszeniert, aber das ist ja auch so spannungsgeladen, teilweise gerade so die erste Stunde, ist da ja besonders zu nennen. Sowas, glaube ich, wäre noch mal besser natürlich gewesen im Kino. Deswegen ist es natürlich immer schade, dass so Netflix das natürlich mal aufsaugt, gerade solche kleineren Filme, weil man da immer sagt, ja, würde man dafür wirklich ins Kino gehen? Ja, da ist man mittlerweile auch so von der Einstellung her, vom Mindset so eingestellt. Ne? Man guckt sich nur noch die großen Blockbuster-Filme im Kino an, aber so die kleineren Filme dann eher weniger. Deswegen, der wäre wahrscheinlich auch nicht erfolgreich gewesen im Kino. Ne? Da ist dann so eine Netflix-Positionierung, glaube ich, kann an dem auch schon helfen, dass mehr Leute sowas sehen. Aber irgendwie trotzdem denke ich mir, ein bisschen schade. Weil, glaube ich, sowas wäre auch ein schöner Kinobesuch wert, so ein Film. Weil dann doch, glaube ich, dann auch auf der großen Leinwand sich da wirklich das nochmal eine andere Sogwirkung auch entfaltet. Aber ich fand jetzt zum Beispiel auch die Justizangestellte Elliot, fand ich auch eine sehr, sehr spannende Figur, weil sie ja auch eine Vergangenheit hat, weswegen sie dort arbeitet, und das wird auch gegen sie eingesetzt und auch auf sehr, auch schlimme Art und Weise, aber auch sehr interessant, weil da halt quasi auch die Justiz gegen sie und Gesetze, die eigentlich Menschen schützen sollen, aber es wird so eingesetzt, dass es sie eigentlich ihr Leben vernichtet oder schlimmer macht, und auch nochmal sehr interessante Art und Weise, wie wir halt Gesetze aufbauen, um halt sagen zu können,
derjenige, der sowas gemacht hat, hat dann keinen Zugang mehr zu seinem Kind oder soll nicht mehr dort arbeiten können. Ist das wirklich immer so sinnvoll? Und wo ist eigentlich die Grenze? Also wann ist eigentlich was ein Raubfall? Wann ist es ein schwerer Raubfall? Das ist ja auch in der deutschen Justiz, gibt es da bestimmte Grenzen. Ab wann was? Aber das ist natürlich manchmal, ne, dann ist irgendwie dann so ein kleiner Fakt, auf einmal wird aus einer Dummheit in Anführungszeichen wird eine große Dummheit. Und wie bestimmen wir das als Gesellschaft, was eine große Dummheit auf einmal ist und was ist wirklich jahrzehntelang ins Gefängnis musst. Sie hat, glaube ich, den Fall gebracht, als sie ihrem Schwiegervater, glaube ich, irgendwie einen Rasenmähertraktor irgendwie geklaut hat und aufgrund des Wertes, ne, der Rasenmähertraktor an sich wäre kein schwerer Diebstahl gewesen. Ein schwerer Diebstahl wurde es wegen dem Schneeschieberaufsatz irgendwie drauf. Ja. Ne, und so ist es, so ist Bürokratie, so funktioniert das. Ja. Ab dann dieser Aufsatz hat es dann eben teurer gemacht, dadurch war es ein schwerer Raubfall und das ist nur eine ganz andere Kategorie als einfach nur ein Raubfall. Und dann ist es auch so, ne, darüber denkt man, wenn man selber jetzt nicht kriminell geworden ist, wahrscheinlich nie nach, oder wenn man nicht in der Justiz arbeitet, aber ne, wie dann doch, wie zufällig dann auf einmal so eine Verurteilung passieren kann, weil du jetzt nicht gedacht hast, okay, jetzt ist es ein schwerer Raubfall oder so, oder was das auf einmal verändert, nur weil das diesen Aufsatz hat. Deswegen finde ich sowas auch nochmal eine super spannende Perspektive. Oder allein, dass sowas in einem Film dann miterzählt wird. Deswegen auf jeden Fall große, große Empfehlung für alle Leute, die immer Bock haben auf einen tight erzählten Thriller. Ja, auf jeden Fall. Gutes Casting, gute Geschichte. Tolle Szenen auch, also wirklich ein paar richtig gute Szenen reingebaut. Ne? Allein, wo dann rauskommt, was eigentlich unser Hauptcharakter in Anführungsstrichen beruflich macht. Oder gemacht hat, toll aufgebaut. So Spannung, dieser Spannungsaufbau, wo dem Sheriff sozusagen, auch toll gespielt von Don Johnson, tolles Casting, auch der passt perfekt in die Rolle rein. Ja. Wo ihm quasi fast schon die Männlichkeit aus dem Mund, aus den Ohren herauskommt und plötzlich hat er da jemanden vor sich stehen, den er ein bisschen unterschätzt hat. Ja, der doch noch krasser ist, als er dachte. Ja. Das ist stimmt, das war auch eine sehr, sehr schöne inszenierte Szene, aber das ist auch schön, ne, wie man es halt macht. Man streut so am Anfang ein paar Hinweise, dann gibt es irgendwie, im Moment, du vergisst es wieder schon fast, weil auf einmal die Szene weitergeht, dann wird nochmal ein Rückgriff drauf gegeben, dann gibt es auch so ein Counter quasi wirklich, wo jetzt kommt, gleich wissen wir, was er ist. Ja. Das ist genau so muss man es machen. Da merkt man, dass Jeremy Solnier ja sehr erfahren ist auf dem Bereich der Thriller und der Spannungsinszenierung. Deswegen ja eine große Überraschung auf jeden Fall auf Netflix gewesen, weil die echt leider selten sowas dann herausbringen oder irgendwie auch immer wieder ein schlechtes Händchen haben, dann irgendwie die Filme zu unterstützen. Es wirkt ja zumindest immer so, dass sie einen relativen Hands-off-Approach haben, dann immer quasi, okay, der hat schon einen guten Background und hier kriegst du ein bisschen Geld und mach mal. Sicherlich nicht nur, da gibt es auch sicherlich andere Fälle, aber zumindest häufig habe ich so den Eindruck, das ist so die Herangehensweise. Ja. Und ich habe auch den Eindruck, also vermehrt sich, vielleicht können wir da noch mal irgendwie eine Folge drüber machen, oft, also manche Filme und Serien, die werden einfach auch nicht aktiv versteckt, aber sie werden halt nicht promoted, sondern man veröffentlicht sie und überlässt sie dann dem Algorithmus. So. Und dann kriegen sie manche Leute angezeigt, manche nicht. Manche heben ab, weil sie Gesprächswert haben, keine Ahnung. Aber es ist so schade. Also die Distributionsseite ist irgendwie dann kaputt, keine Ahnung. Ja. So, in dem Fall hat es ja funktioniert, ne? War lange auf Platz 1. Also es ist jetzt kein Geheimtipp, so ist es nicht. Aber ja, wie gesagt, außerhalb von Netflix hätte ich von dem wahrscheinlich nichts mitgekriegt. Ja, das ist schon irgendwie immer dann schade, ne? Und auch selbst im Netflix-Kosmos ist dann Glück, dass du dann halt so auf dem ersten Platz landest und doch so gute Mund-zu-Mund-Propaganda bekommst, dass es dann hier in dem Fall funktioniert hat. Aber ja, das ist dann immer auch die Krux an dieser Content-Maschinerie, wie Netflix immer selber sich auch sieht. Da wird dann einfach ein Film und eine Serie nacheinander rausgespuckt. Da ist dann häufig, dass dann auch viel Crap dabei raus ist. Und selbst ihre guten Inhalte gehen dann schnell mal unter. Deswegen da würde ich auch mal hoffen, dass die mal irgendwie ihren Output ein bisschen besser vermarkten, aber vielleicht auch einfach mal runterfahren, um das überhaupt mal besser einzufangen. Aber das wird, glaube ich, in der näheren Zukunft nicht passieren. Ja. Damit wir nicht in den Verdacht kommen, hier den Output künstlich in Länge zu ziehen, würde ich sagen, machen wir die Content-Maschine heute aus für diese Woche. Ja. Und hören uns dann nächste Woche einfach wieder, wenn wir mal gucken, wenn wir es ins Kino schaffen, mal zu einem aktuellen Kinofilm wieder sprechen. Sollte ja langsam wieder mal losgehen, die Kinosaison. Es wird kälter, deswegen ab ins Kino. Also dann, bis dann. Ciao, ciao.